Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Dino Crisis 2 Replay. So, okay, ich würde sagen, ich glaube, wir gehen dem Ende entgegen, habe ich so das Gefühl. Und ja, ich werde jetzt schon Dino Crisis vermissen, aber es kommt ja irgendwann mal das Ganze auf schwer. Und dann werde ich aber nicht alles sammeln, Leute, das kann ich euch verklickern, dann zählt nur das Überleben. Und dann werde ich auch noch die zusätzlichen Moodies zeigen. Große Laborhalle. Oh ja, Leute. Ja, die Farben, die ähneln immer dem Charakter. Deswegen muss ich gucken wegen dem Thumbnails, Leute. Das ist gar nicht so einfach in diesem Spiel. Achso, das ist eine Treppe. Ja. Habe ich nicht direkt erkannt. Da musste man X drücken, damit er da runter geht. Oben sind viele Lebenserhaltungskammern, die noch betrieben werden. In den Kammern sind die Umrisse von Menschen. Krass. Also das sind die Lebenskammern, stimmt. Ich meine, es kommt jetzt auch gleich eine Szene, wo man das sieht. Welcome, Lieutenant Morton. A hologram? Well, how does he know my name? There's not much time left, so I'll explain it short and simple. On August 10th, 2055, our Noah's Ark plan became successful. Year 2055? What's he talking about? To save the dinosaurs, we transferred the dinosaurs to this time, 3 million years ahead of our time. What? 3 million years? Then you're from... But there was another accident when we were about to go back. The gate disappeared and we were stranded in this time. Then this is the future. There was no way for us to survive in this world, where dinosaurs now rule. We, the remaining survivors, hurried to recover the gate. But it's too late now. My wife, Julia, was killed by the dinosaurs. And my loving child, she was hurt. Badly. Paula. Paula. Is that your name? Papa. My only mission now is to protect my group. I have kept Paula and the other children safe by putting them inside life support chambers. Take the children back to your time. And now, I should introduce myself. I am former Special Forces TRAD member, Colonel Dylan Morton. What? You're myself in the future? Thank you.
don't have much time left. There's a gate behind the door. You can use it to return to your time. The gate is not complete yet. You'll be able to use it only once. Please, say hello to Regina for me. I'm counting on you, Lieutenant. So, ihr habt es herausgefunden. Das waren wir. Oh ja, aus der Zukunft. Und das ist unsere Tochter Paula, die ihre Sprache halbwegs verloren hat, oder so gut wie. Es ist eine dünne Plasma-Anzeige. Wahrscheinlich wurde sie benutzt, um Blaupausen und Pläne anzuzeigen. Oh yeah. Das ist so episch damals gewesen. Einfach so hier dies mit dem Hologramm. Es ist ein Hologramm-Projektionsgerät. Sie müssen ihre Experimente in 3D simuliert haben. Oh ja. Das habe ich selber gemacht, Leute. Habt ihr es gesehen? Ich. Der Dylan aus der Zukunft. Oh ja, mit dem Krückstock. So. Transportzentrum. The self-destruct system has been manually activated. Detonation in 5 minutes. What? You turned it on. Da ist er ja wieder. Und jetzt können wir ihn, glaube ich, auch, soweit ich weiß, Schaden machen. Und zwar mit der Waffe. Oh ja, können wir. Es gibt zwar ein bisschen Punkte, zwar nicht so viel, aber immerhin. Oh ja. Wir müssen uns nämlich, glaube ich, beeilen, weil der kann uns runterstoßen. Oh, komm, 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 komm. Ja, genau deswegen. Ich hätte ihn nochmal abschießen müssen, was ich total verpeilt habe. Weil ich dachte, die fallen jetzt automatisch runter. Und dann habe ich gesehen, der kam und es war zu spät. Ich kann es Gott sei Dank wegdrücken. Ob ich die Waffe jetzt nochmal ausrüsten muss? Ja, muss ich, okay. Wir sind, glaube ich, insgesamt 2-mal in diesem Spiel gestorben. Das ist okay. Ich weiß gar nicht, wie oft sind wir eigentlich im ersten Teil gestorben. Ich habe ihn getroffen, Leute, aber... Alter, wie soll das denn bitte schön gehen? Ey, jetzt bin ich das dritte Mal gestorben. Alle guten Dinge sind 3. Ich denke mir mal, wir müssen ihn erstmal so oft abschießen, dass er erstmal taumelt oder so. Und dann können wir schnell rüber. Also gehe ich jetzt mal von aus. Anders kann ich mir das jetzt nicht denken. Also wir schießen jetzt einfach mal wie ein Berserker drauf. Wir kriegen ordentlich noch Punkte. Ob das was bringt, ich weiß es nicht. Wir probieren es jetzt einfach mal. Weil der darf ja anscheinend nicht die Brücke kaputt machen. Weil es bringt nichts. Wir können nicht weiterlaufen. Ich werde mein Bestes geben. Komm schon, irgendwann musst du doch krepieren. Hey, so viel kannst du doch nicht davon fressen. Ich glaube, jeder zweite Schlag macht ihn überhaupt Schaden. Oh, der wollte nochmal angreifen.
Nee, nix da. Immer wenn er angreifen will, müssen wir schießen. Wie jetzt zum Beispiel. Alter, was versucht er da? Oh, nee, jetzt hat er mich getroffen. Wann stirbt er denn? Ich würde das ja so gerne schaffen, ne? Aber ich habe so ein Gefühl, wenn ich jetzt wieder versuche, darüber zu laufen, das wird nichts bringen. Wie soll ich das denn bitte schön jetzt hinkriegen? Einfach laufen, oder was? Holy shit, okay, man musste wirklich nur laufen. Alter, das wusste ich echt nicht mehr. Jetzt müssen wir, soweit ich weiß, gegen ihn battlen. Und ich weiß nicht warum, aber ich glaube, da gibt es gleich nochmal so eine gewisse Stelle, wo wir ihn nochmal mit so einem Flammenwerfer, glaube ich, Schaden machen können. Alter, lass mich bloß in Ruhe. Aber ich... Ey, das hier. Hier die Stelle finde ich richtig episch, oder? Seid mal ehrlich. Hier dieses Podest und dass man dann quasi da drauf steht. Also das finde ich richtig mega cool. Alter, lass mich in Ruhe. Alter, der macht relativ gut Schaden, aber wir haben ja eine Rüstung. Wir haben uns ja davor ziemlich gut ausgerüstet. Was haben wir denn hier? Die Kommunikationsverbindung zu dem Abwehrsatelliten wurde nicht hergestellt. Die Zieldaten konnten nicht an den Satelliten gesendet werden. Stimmt, wir müssen das mit dem Satelliten... Ach ja, das ist so richtig episch, Leute. Das ist mega cool. Also das habe ich total gefeiert. Ihr werdet noch sehen, warum. Alter, geh mal weg. Ey, ich schieße ihn doch ab. Ey, der ist wirklich der King aller Kings, ne? Also, aber ich glaube, der in Teil 3 ist, glaube ich, noch ein bisschen heftiger. Ich würde sagen, wir heilen uns jetzt mal. Aber wir haben nur jede Menge. Oh, wir haben sogar noch, falls wir mal Game Over gehen sollten, nochmal, haben wir ja noch zwei solcher Packs. Alter, lass mich in Ruhe. Steh auf, los, schnell, Dylan. Schnell, bevor er nochmal angreifen wird. Ja, wir haben noch 3 Minuten und ein paar Sekunden. Alter, lass mich in Ruhe. Ey, der ist so schnell, ne? Das ist so unfair. Alter, willst du mich irgendwie auf den Arm nehmen? Boah, ich hab einen Konter bei dem gelandet. Moment, Moment, los, 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 laber das hier an. Da, jetzt. Ist da vorne die Kontrollkonsole? Ich glaube ja. Wenn er mich mal lassen würde, aber das tut er ja nicht. Alter, wie oft greifst du an? Was hast du für Kombos drauf? Ey, ich hab den doch getroffen. Ich treff den doch. Alter, ich hab ihn die ganze Zeit getroffen. Das war aber richtig... Ey, Leute. Da müsst ihr mir zustimmen. Das war diesmal unfair. Ich hab ihn die ganze Zeit getroffen. Man hat es gehört. Und der Typ... Ja klar, sicher doch. Alter, okay. Was haben wir denn hier? Es ist das Notfall-Kontrollterminal, um die Kommunikationsverbindung zum Abwehrsatelliten herzustellen. Möchtest du das Kontroll... Terminal benutzen, ja. Jetzt müssen wir das andere noch aktivieren. Weil wir können uns noch ein paar Punkte verdienen. Oder auch nicht. Alter, ich habe ihn die ganze Zeit getroffen, ne? Aber wenn er in dieser Combo ist, ne? Dann ist es wirklich nicht gut mit ihm Kirschen essen. Und die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Und er wird auch immer schneller. Lass mich in Ruhe, Alter. Das Blöde ist, wir stoppen dann selber irgendwie. Oh, Junge. Dein Gebrüll, ne? Oh, oh, oh. Komm schon, lauf, lauf, lauf. Wie wir ihn die ganze Zeit Schwanz gegeben haben in sein Gesicht mit der Penis, mit dem Peniswerfer. Alter. So, ja, komm, aktivieren wir. So. Jetzt müssen wir nur noch zur Kontrolldingens. Ah. Komm schon. Die Zeit läuft uns davon. Alter, was greifst du mich so oft an wieder? Junge, übertreib. Alter. Ey, das ist nicht dein Ernst, oder? Ey, Junge, was machst du da mit uns? Jetzt habe ich mal kurz stoppen können. Moment. Wir müssen uns jetzt... Oh, nein. Wir müssen uns jetzt noch mal kurz heilen. Der ist schon heftig, ne? Das erwartet man eigentlich so gar nicht von dem. Boah, auf Schwerleute hätte ich jetzt, glaube ich, krasse Probleme.
Aber dann wüsste ich wenigstens schon mal, was ich hier machen muss. Wenn ich nochmal zu dieser Stelle komme. Komm, 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 los. Ah, Junge. Jetzt, ja, komm. Wir haben es jetzt. Ja. Möchtest du den Satelliten auslösen? Ja. Also der hat auf jeden Fall ins Gras gebissen oder ja in den Erdkern, keine Ahnung. Also ich könnte mir vorstellen, dass sogar die Welt vielleicht davon kaputt gemacht hätte werden können, aber okay. Ist ja nur ein riesengroßer Krater, ne? Warum auch nicht? Okay, die letzten paar Minuten. Zeittor, Entwicklungslabor. Regina, the gate is open. I know you don't want to, but you have to go back by yourself. I won't leave Paula. Are you crazy? Just go, please. You have the third energy data, right? When you get back to our original time, use the data to learn about third energy. Then build a perfect gate and come pick us up for the last time. I... Dylan... I will. I promise. Final warning. 10 seconds to detonation. Don't forget, you still owe me one. Well then, you better get back quick. So Leute, das Spiel ist vorbei. Oh yeah. Diese Musik von damals. Ich weiß gar nicht, konnte man das wegdrücken? Ich glaube ja, oder? Nee, konnte man nicht. Dann ziehen wir uns das noch rein. Also, das war Dino Crisis 2.
Dylan hat den Löffel abgegeben, aber weil es ja die Zeitmaschine gibt, kann man ihn quasi nochmal wiederholen. Das meinte er, glaube ich, damit. Und er hat seine Tochter nicht alleine gelassen. Das ist wirklich lobenswert, wenn man so darüber nachdenkt. Weil, wer würde das schon machen? Die meisten denken ja nur an sich. Und das fand ich eine coole Aktion von ihm. Beziehungsweise, ja, wie soll ich sagen? Es ist schon irgendwo traurig. Aber Regina hat ja überlebt. Und eigentlich im dritten Teil kommt sie, soweit ich weiß, nicht drin vor. Was ja traurig ist, beziehungsweise Dylan auch nicht. Und ja, abwarten. Irgendwann kommt auch Teil 3 auf meinem Kanal, Leute. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Wie gesagt, den zweiten Teil mache ich dann nochmal auf schwer irgendwann mal, aber das dauert noch. Zeig euch natürlich auch noch diesen Dinosaurier-Modus und so weiter und so fort. Den wir jetzt gleich, glaube ich, soweit ich weiß, freischalten. Und noch vieles mehr. Das werde ich halt auch bei Teil 1 noch sowas in der Richtung dann machen. Und bei den ganzen Resident Evil-Teilen auch mit dem Mercenaries-Modus, also Söldner. Und so weiter und so fort. Also dazu kommen wir dann halt irgendwann mal. Aber wie gesagt, ich werde erstmal die Hauptstories abschließen und so weiter und so fort. Werde euch einiges zeigen oder mal auf schwer durchspielen. Ja. Jetzt werde ich erstmal kein neues Projekt mehr anfangen. Und werde erstmal die anderen beenden, die ich jetzt noch auf meinem Kanal am Laufen habe. Weil die haben es auf jeden Fall bitter nötig. Vor allem Metroid Prime, weil es ist erstmal gerade der vierte Part gestartet. Und ja, da muss auf jeden Fall noch jede Menge rausgehauen werden. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, mein Statement oder beziehungsweise, ja, wie soll ich sagen, meine Meinung zu Dino Crisis 2 ist gemischt. Ich muss sagen, ich habe ja den zweiten Teil als erstes gespielt, so wie Resident Evil 2. Nur Resident Evil 2 ist ja was ganz anderes, weil es ist mehr horrormäßig. Und das hier ist nicht wirklich horrormäßig, hat aber so eine Art Survival-Hintergrund, kann man so nennen. Und ja, sie haben es ein bisschen actionreicher gemacht, um das Feeling reinzubringen, dass dann halt mehrere Dinosaurier da sind, ne? Also, dass dann nicht nur einer immer hinter einem herläuft, sondern dass man wirklich das Gefühl hat, man ist im Dschungel. Das haben sie sehr gut gemacht. Also, ich muss sagen, das ist wirklich ein sehr gelungener Titel, beziehungsweise ein gelungenes Spiel. Ich würde mir sehr irgendwie vorstellen können oder mich darüber freuen, wenn Capcom wirklich, ja, quasi die Reihe neu belebt. Nur halt, dass sie dann den dritten Teil wieder mit Regina oder so machen. Wer weiß, vielleicht kommt das ja. Mal gucken. Im Endeffekt muss ich sagen, vom Survival-Aspekt finde ich den ersten Teil besser, aber von der Action natürlich der zweite. Zu dem dritten kann ich leider noch nichts sagen. Ihr seht schon, alle Dino-Dateien, Sammlung komplett. Rang C natürlich, weil ich am Ende nochmal ein paar Mal Game Over gegangen bin. Sonst hätte ich eine bessere Zeit, beziehungsweise einen besseren Rang. Bessere Zeit, naja, glaube ich eher nicht, weil ich alles gesammelt habe. Und Experience, Alter, so viel. Ja, wir haben doppelte Experience bekommen, einfach nur wegen Dingens. Wegen der goldenen Karte. Und du hast die Platin-XP-Karte. Damit kannst du Waffen mit unbegrenzter Munition kaufen. Das ist auf jeden Fall ein nettes Feature. Und natürlich das extra Crisis. Das meine ich mit diesem Kolosseum, beziehungsweise Dino-Modus. Das Bonusspiel Dino Colosseum wurde hinzugefügt. So. Man kann natürlich die Charaktere jetzt auch direkt kaufen. Ja. Ich glaube nicht, dass das reicht, oder? Moment mal. Ah, doch. Ach, Leute, ja. wie es aussieht, können wir uns... Dein Ernst? Echt? Wir können schon direkt alle kaufen? Ey, wie geil. Junge, übertreib! Ey, Leute, das ist jetzt gerade auch für mich neu. Ich habe das nur im Lösungsbuch gelesen, weil ich war damals nie so schlau und habe wirklich gelevelt und habe dann mehr oder weniger, ja, Punkte gesammelt. Und ja, im Lösungsbuch stand irgendwie, man kann auch Dinosaurier spielen und ich dachte so, hä? Echt? Ich kann mich nur daran erinnern, dass man Charaktere nehmen konnte. Aber weil ich damals immer nur den Panzer kaufen konnte und die anderen zwei nicht, weil ich mir die goldene Karte nicht geholt habe, macht das jetzt Sinn? Weil ich hatte jetzt jede Menge noch übrig und ich kann mir jetzt, glaube ich, noch einen Dino kaufen. Es ist schon eine coole Sache. Ey, wie geil. Sogar T-Rex. Alter Schwede. Kann man auch den Gigantosaurus oder wie der heißt, nee, wie es aussieht, nicht. Aber egal. Kaufen wir uns den, weil wir es können. Den Rest natürlich nicht. Da muss man dann halt nochmal durchspielen. Vielleicht, wenn wir dann auf schwer mal durchgespielt haben, dann haben wir bestimmt genügend Punkte und dann können wir den Rest auch noch kaufen. Kriegen wir schon irgendwie hin.
Wie geil ist das denn? Darauf könnt ihr euch auch nochmal irgendwann freuen. Wie gesagt, dann kommt der extra Modus. Dann sind da auch nochmal ein paar Parts. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich jetzt speichere oder nicht. Was kann ich denn jetzt überschreiben? Gute Frage. Moment, das war beendet, ne? Ah ne, das ist beides beendet, steht da. Das war 6 Stunden und 10. 6 Stunden und 34. Ja kommt Leute, ich überschreibe das. Auf gut Glück. Das alles, da. Jetzt seht ihr da unten auch, was wir alles abgeschlossen haben. Und man kann, glaube ich, auch noch was anderes da bekommen. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Ich bin froh, dass wir einiges geschafft haben in Dino Crisis 2. Und hier ist die Extra Crisis, oder wie es auch heißt. Das Extra Crisis. Oh ja, ihr habt's gehört. Wir können mal einen kleinen Blick erhaschen, weil ihr seid doch bestimmt neugierig. Wir haben ja noch ein paar Minütchen. Ich werde das jetzt aber nicht beenden. Vernichte innerhalb des Zeitlimits alle Dinosaurier. Und der Soundtrack ist mega geil. Dino-Duell. Dafür braucht man... Genau. Jetzt verstehe ich, weil man Dinosaurier hat. Dinosaurier gegen Dinosaurier. Zwei-Spieler-Spiel. Da muss ich echt mal meinen Bruder fragen, ob der dann einspringt. Ey, wie geil ist das denn? Das ist auch für mich blind, Leute. Darauf können wir uns gemeinsam freuen. Alter, wie geil ist das denn? So. Ihr wollt natürlich jetzt mal die anderen sehen. Na, kennt ihr den noch? Den Rick aus Resident... Ach, ja, nicht Resident Evil, Leute. Verdammt. Ja, ich hab... Wisst ihr, warum ich jetzt gerade Resident Evil sagen wollte? Wegen Teil 7, weil da der Polizist ist. Also der Officer. Ja, das ist halt der erste, also der Typ aus dem ersten Teil. Aus Dino Crisis 1. Und geil. Also der Geile, natürlich. Natürlich können wir auch den Panzer nehmen. Und da haben wir den T-Rex. Alter, den können wir auch hier benutzen. Moment. Der König der Dinosaurier, er steht ganz oben in der Hierarchie der Nahrungskette. Alter, den nehmen wir jetzt sofort. Das ist auch für mich jetzt gerade ein Highlight. Ja, die Map ist jetzt nicht wirklich spektakulär, wenn man das so betrachten darf. Kann ich auch einerseits verstehen. Weil wie es aussieht, können wir, glaube ich, nur einen Move. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich die jetzt alle am besten töte. Es fühlt sich so schwammig an, so... Ja, man kann es aber auch nicht anders erwarten von so einem Gegner. Oder, beziehungsweise, was heißt Gegner? Wir sind ja jetzt eigentlich der Gute in diesem Moment. Wir sind jetzt kein Gegner. Oh, der hat Futter. Wie geil ist das denn? Stellt das Leben des Dinosauriers wieder her, Alter. Und das Bild da oben links, ey, ich kann es nicht ernst nehmen. Boah, das ist so richtig genial, ne? Und wir haben sogar dieses kaputte Auge. Ach ja, wir sind der Einäugige. Irgendwie treffe ich diesen Kleinen nicht. Du gehst mir richtig auf die Nerven, Kumpel. Ja, und ihr habt halt ein Zeitlimit und wie viele Kombos ihr macht und die ganzen Gegner hintereinander tötet. Ich weiß gar nicht mehr, was man bekommt. Ich glaube, man bekommt einfach nur die Punkte am Ende. Man kann, glaube ich, auch noch ein paar andere Sachen freischalten. Was allerdings, weiß ich jetzt leider nicht mehr. Das werden wir noch alles sehen oder herausfinden. Aber ich würde sagen, ich glaube... Hä, weiter? Nee. Option? Neustart? Nee, ich will das jetzt nicht komplett neu. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, beende ich den Part an dieser Stelle. Das war's mit Dino Crisis 2 Replay auf der Schwierigkeitsstufe normal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann haut rein und chat wieder ein, wenn es wieder heißt Survival Horror Time mit Mr. Horror Jumper auf Wiedersehen.